So, dann nehmen wir diesmal den normalen Weg. Ich probiere kurz was aus. So, nur kurz mal schauen. Ah, jetzt habe ich ein Problem. Ich habe für die Leute, die sich wundern. Klappt es? Ja, das sieht gut aus. Mich jetzt hier wieder in meine normale Sofaposition begeben, weil meine Beine echt verdammt wehtun und ich aber schon noch weiter aufnehmen will. Und so ist es vielleicht ein bisschen bequemer für mich. Und muss ich halt gucken, dass ich das Mikro irgendwie auf meinen Bauch oder Brust platziere. Meine Brustimplantate. Damit ich trotzdem natürlich noch hier gutes Mikro erreiche, bevor es zu leise wird. Und wenn ich dann nämlich die Lautstärke zu hoch drehe, dann haben wir wieder das Rauschen dabei. Das wäre nicht so gut. Und dann auch gucken, dass meine Beine natürlich jetzt diesmal dann nicht mehr im Weg sind mit der Sensorleiste bei der Wii. Das ist alles Problem im Vergleich zu Xbox oder so oder GameCube mit dem Controller. So, aber jetzt kommen wir zwar mit 200 Sternen, das klappt alles. Hehehe, du willst ihn haben? Dann musst du mich im Rennen besiegen. Später? Nein, ist mir recht. So, dann gibt's jetzt das Wettrennen gegen Buhu. Also dann, auf geht's. So, da müssen wir jetzt hier nämlich mit dem blauen Stern uns entlang ziehen. Und schneller als der böse Buhu sein. So, dann machen wir es auf den Weg. Rennen startet schon und hier einmal dadurch und wir gehen mal außen rum. So, und dann hier entlang und hier und hier und hier und da und wir legen eine ziemlich gute Zeit voraus hier. Müssen wir auch hier an den Dingern, muss man ziemlich gucken, weil man da die ganze Zeit abprallt. So, und es geht ja echt schnell voran. Ich muss gucken, wo der nächste Stern ist, wo ich immer hin muss. Deswegen bin ich hier teilweise auch konzentriert im Geschehen. So, das klappt nicht mehr. Ah, doch, das klappt. Sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. So, und weiter geht's. Komm, weil wenn ich mich nirgends festhalte, falle ich halt runter. Das wäre auch blöd. So, und jetzt haben wir hier wieder. Knapp. Boah, das war echt knapp gerade. So, gerade noch so zerstört den einen. So, das sollte reichen. Und wir sind doch am Ziel angelangt, oder? Yeah! Nach 1 Minute und 3 Sekunden beat it. Und ich dachte, ich hätte den Sieg schon in der Tasche. Versprochen ist versprochen. Ich gebe dir diesen Stern. Ja, danke, Mr. Geist. Mr. Ghost. So, und da haben wir den hier. Komm. Hier, nimm den und verschwinde. Ja, der ist jetzt angepisst, weil er verloren hat. Hat er wahrscheinlich nicht erwartet, dass ich ihn abziehe. Aber so ist es, ne? Muss man halt aufpassen. Da kann man auch gegen mich ganz schön schnell verlieren. Ich bin hier so ein richtiger Pro-Racer, Pro-Gamer, alles in allem. So, und hab mir jetzt gerade hier Stern 28 wäre geholt. So, Bilderbuch wurde neues Kapitel hinzugefügt. Ja, Geschichtsstunde machen wir dann mal als Extra-Folge vielleicht. Weil ich glaube, das Bilderbuch war ziemlich voll. So im Laufe des Spiels. Bowser? Ja, komm, wir machen noch hier. Holen uns den kompletten Horror-Kick. Und machen noch den dritten Stern in der Phantomgalaxie. Nochmal Strecke, so ist die Arme. So, hier, Weltallschott und der Geisterboss. So, oh, das ist gerade so ein befreiendes Gefühl für meine Beine, die einfach auf dem Tisch auszustrecken. Ja, und ich hoffe, dass mir Mikro passt. Und sonst wisst ihr ja, ich habe meine schöne Ausrede, dass ich noch in den Anfängen von YouTube bin und deswegen darf meine Qualität und alles scheiße sein, okay. So. Nein, natürlich nicht. Ich will ja schon hier was bieten. Aber im Normalfall klappt es ja auch so. Hat ja letztes Mal auch geklappt. Bei Mario Sunshine habe ich ja auch teilweise so aufgenommen, dass sich das Mikro auf Aua meinem Schoß befunden hat oder auf meinem Bauch. So, jetzt hier, da kommt wieder eine Kugel entgegen. Ah, scheiße! Das war nicht der Plan. Ja, so schnell kann es gehen, wie schade. Ja, dann lass mich doch am Leben und baue nicht so ein schwarzes Loch ein, was mich tötet. Naja, gut, dann hier, ich will da. Doch, schafft er gut. So, dann hier diesmal. Mach einfach drüber springen. Beeile ich mich mal, bevor mir die Kugel wieder zum Verhängnis wird. So. Sieht schon besser aus, oder? So, dann hier einmal schnell vor den Fledermäusen. Na, den Sprung wollte ich nicht machen. So, einmal hier ins Haus rein. Und diesmal kriegt man den schwarzen Geist, den ich vorhin erwähnt habe. Und mit dem können wir jetzt nämlich hier einfach mal Sachen kaputt machen.
oder uns selber kaputt machen lassen. So, dann komm mal ran. So, dadurch kann man jetzt hier den Stern freischalten. Und dann geht's hier. Ah, verdammt, da ist glaube ich noch ein Weg gewesen. Also so ein Ding, so ein bisschen Bonusteile einsammeln. Aber halb so wild, wir sammeln ja eh genug davon. Mehr oder weniger. So, hier aufpassen mit den Gegnern hier. Da konnte man doch. Naja, oder auch nicht. Ich dachte, man konnte. Kann ich den irgendwie abknallen? Hallo? Nee. Ja, so geht's auch. Und nochmal, so. Muss ja ein bisschen aufpassen, dass ich nicht sterbe. So. Jetzt hier einmal wieder in den Klebekokon rein. So, und nach oben. So, muss hier gerade nochmal das Mikro hinbiegen. Ja, jetzt ist, glaube ich, ziemlich gut. Ja, doch, Audacity zeigt mir an, dass der Pegel recht hoch ist. So, wo muss ich jetzt überhaupt lang? Wir müssen, glaube ich, erst hoch. So, und dann rüber. Und dann hier einmal nach oben schießen. Und hier nochmal einen Gang weiter. So, hier nichts schön ausschütteln. So, hier nebenher schön die Dingens einsammeln. So, einmal Leben bekommen und unnötige Münze bekommen. Und hier geht es nochmal nach oben. Und hier können wir jetzt die blauen Dinger einsammeln. So. So, 4 und jetzt hier nach unten. Ich muss echt gucken, dass ich mich da nicht falsch irgendwo hinschieße. Weil sonst heißt es halt mal schnell tot, ne? Aber das sieht erfolgreich aus, genau. Und jetzt haben wir hier den 5. und können hier einmal irgendwie durch und nochmal. Na, lass mich da durch. Lass mich da durch. So. Und mit dem Stern wieder portable zur nächsten Ebene schießen. Und hier gibt's ein Leben wieder. Und da hinten ist der Stern. Da laufe ich mal oben rum. Geht schneller. Ja gut, ein Sprung reicht eh schon. Für die halbe Umdrehung. So. Und wir sind beim Endkampf angelangt. Da können wir sie jetzt auch Leben oder Energie kaufen. Aber ich denke mal, ich weiß gar nicht, ob 34 Standteile reichen. Aber unsere 3 Leben müssten reichen. Für den Geister-Endboss. Oh, jetzt habe ich echt Bock auf Luigi's Mansion mit den Geistern hier und allem. So, der sieht doch schon mal ziemlich cool aus. Und man muss halt einfach mal den bösen Stein ausweichen. Und da sieht man einen schwarzen Stein. Und der ist auch das Wichtige. Denn mit dem können wir hier seine Hülle zerstören. Und dann sein Inneres. Und die goldenen Steine bringen natürlich Münzen. Wow. Und hier muss man ausweichen. Sonst leidet man auch Damage. Aber die Dinge kann man eh wieder zerstören. Also alles halb so wild. So, und hier nochmal schön ausweichen. Und dann können wir uns wieder den Geist schnappen. Und BAM! Nummer 2. Schön einen Hit verpassen. Nein! So, sehr gut. Oh, ich habe noch 2 Energie. So, komm jetzt hier. BAM! So, das war der erste Part. Der war noch einfach sozusagen. Das Problem ist, den Dingens Endgegnerkampf gibt es auch mit nur einem Leben zu machen. Also wo man keinen Schaden erleiden darf. Und jetzt kommt nämlich die erhärtete Version. Der Typ hat nämlich noch 2 Hände. Und die machen den Kampf gerade nicht einfacher, sagen wir es mal so. Zum einen sind die ein bisschen im Weg. Das heißt, wer an den... Na super, das war sowas von dumm wieder. Wer an den Typ will, muss halt erstmal die Hände zerstören. Also man kann schon auch so den Typ erreichen. Ist halt ein bisschen komplizierter. Und die Hände machen natürlich auch Damage und... Genau das meine ich so, da muss man sich beeilen, sonst... Nein! Hey! Ich habe echt keine Lust zu sterben. Und ich sag noch vorhin ganz großkotzig wieder hier, ach, wer braucht schon die extra Energie? Ja, so viel dazu. Na super, ich habe berechtigterweise, glaube ich, ein bisschen gerade Angst. Da, oh, perfekt, 2 goldene, jetzt nur keinen Scheiß machen. Nein! Oh, voll übersehen, dass da noch einer kam. Ach, komm, hey. Diesmal, ja, ich denke mit, genau. Hier sprechen. La 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 la. Willkommen im Luma-Laden. Ich bin angepisst. Okay, im Moment verkaufen wir das Übernützliche für 30 Sternteile. Kaufen.
Ja, wir haben zum Glück 50. Was möchtest du haben? Natürlich maximale Kraft. Mein Leben haben wir da. Davon haben wir 17 Stück. Zeit zu bezahlen, aber kein Standteil weniger als vereinbart. So, jetzt kriegt der hier wieder schön die Wampe voll. Oh ja, mein Bauch ist so voll. Dann wollen wir mal. Verwandlung! Was für ein sinnvolles Leben. Was ist denn das für ein Verkäufer? Der verkauft was und die Belohnung ist Essen und dann verwandelt er sich in das Produkt. Wisst ihr, was ich meine? Wenn man das jetzt hier auf die Wirtschaft anwenden würde, na egal. Sind wir ja nicht bei Wirtschaftsanalysen und Parallelwelten oder so. So, jetzt haben wir hier schon mal 6 Energie gegen den Typ. Aber müssen natürlich auch nochmal von vorne ran. Also auch der Part ohne Arme. So, dem letzten Stein diesmal ausweichen. Und kriegt der jetzt erstmal hier schön an Ranzen. So, komm, hör mal auf mit den Teilen. Ich tue wieder vollen Hass auf den GS. Ist auch der Schlimmste. Also ich weiß noch früher, der letzte Stern, der mir gefehlt hat, war wirklich zu 120 Sternen. Oder der, wo ich am längsten gebraucht habe, war der Endgegner mit nur einem Dingens, mit einem Leben zu machen. Also wo du wirklich kein Mal getroffen werden darfst. Als ich das dann mit Luigi dann die 120 geholt habe, hatte ich dann glaube auch einmal in einem Durchlauf Glück und habe es aufs erste Mal geschafft. Aber wie ihr gerade seht, muss es nichts bedeuten. Es kann auch echt länger dauern, auch wenn man probiert gut zu spielen. Es ist halt echt... So, erste Phase wäre gleich geschafft. Hier nochmal einen Geist schnappen und... Ah, komm, ich erwisch dich. Oh, nee, das gibt's doch nicht. Jetzt hier nicht, dass der sich wieder zurückverwandelt. So, schnell erwischt. Da muss man echt ein bisschen aufpassen hier. Dafür habe ich nicht die Geduld. So. Jetzt kommen wieder seine Big Boss Hände. Ah, so. Einmal ausweichen. Ah, Dreckskabel von der Fernbedienung hier. So. Nee, liegt immer noch nicht richtig. Mann, so kann ich nicht spielen. So, ja, es geht. Jetzt fühlt sich auf dem Oberschenkel komisch an. Ja, ich bin ein sehr Dingens. Ja, super, weißt du, voll die blöde Kugel halt im Weg gewesen. So, das hat schon mal geklappt. Man kann halt auch so irgendwie nicht die Hand zerstören oder so, habe ich das Gefühl. Man hat halt echt nur als Möglichkeit diese Dingens, die schwarzen Bomben da. So ein bisschen ausweichen, da sind die Dinger im Weg danach. Keine Lust, dass die mich irgendwie stören, dass ich da den schwarzen Dinger dagegen knall. So, jetzt kommen nochmal hier 2 schwarze. So, schnell. Und komm, 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 gleich den nächsten. Ja! Super. So muss es im Normalfall ablaufen. Und dann hier den letzten schnappen und... Yeah! Das war's auch, glaub schon. Der zweite Hit. Noch eine Runde will der, glaub, nicht machen. Hoffe ich doch. Ich setze mich auch mal wieder normal hin. So. Und biege das Mikro zurecht und wir begeben uns in die Mitte der Plattform und holen unseren verdienten Stern, würde ich doch mal sagen. Weil das haben wir jetzt wirklich super gemacht, ne? 1A. So, sehr schön. Prima Donna, klasse gemacht, du. Und hier Stern Nummer 29 geholt, genau. So, hier Bestpunktzahl und schöne Sternteile eingesammelt und. Und einmal Speicherung und einmal nach oben, denn jetzt geht es zu Bowser Juniors Schiffsfabrik. So, einmal dahin geflogen. Dann schauen wir mal, was erwartet uns da? Verjage Bowsers Armada. Ich weiß nicht, ob ich das kann und ob ich das will. Nein, das machen wir schon. Sollte kein Problem sein, liebe Damen, Damen und Herren. Ah, so, einmal wieder hier strecken. So, hier viele Gegner, bam, 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 bam. Und da landet man mitten auf dem Schiff. Und mitten in der Action, umgeben von Gegnern, kämpfen wir uns hier zur Kanone durch. Wirklich schwer, okay. So, und wir schießen uns einfach mal nach da, oder? So, das müsste klappen. Ja, das sieht gut aus. Sehr gut. Ja, dich brauche ich nicht. Ich will nach unten, danke. So, hier wieder an den ganzen Gegnern mal gekonnt vorbeilaufen und in die nächste Kanone rein. Und, jetzt muss man hier aufpassen, dass man nicht in die Dingens knallt. In die Viecher. Soll ich auf Nummer sicher gehen und... Ne, ich habe eh keine Sternteile gesammelt. Ich verzichte jetzt mal auf zusätzlich... Ja, ich habe ja 0 Sternteile, von was will ich kaufen? So, und hier geht... Wow. Scheiße, ich hebel da gerade. So, hier müssen wir jetzt gekonnt ausweichen, weil, wie schon gesagt, wir haben ja keine Dingens, keine Sternteile, um die zu zerschießen. Jetzt haben wir ein paar. Aber egal, da reicht ein leichter Springer. Und, aua, das war dumm, ich wollte drüber springen.
So, hier noch die Sachen einsammeln, den Feuerkugeln ausweichen und einen Stock nach oben. Und da sind wir schon beim Endkampf. Bowser Jr. erwartet uns wieder. Du gibst wohl nie auf, da muss ich dich eben persönlich plattwalzen. Wenn du den großen Stern haben willst, dann versuch doch ihn zu erbeuten. So, da sieht schon wieder sehr freundlich aus. Da hauen wir hier mal einfach, das war nichts, die Schildkröten gegen sein Schiffchen, oder? Machen wir das mal und verpassen wir ein paar Hits. So, 1, 2. Oh, jetzt müssen wir den Dingern da ausweichen. Oder auch nicht. Na, komm. Gib her. Ja, Schildkröte. Nein, hey, mach kein Münzen. Das war nichts. Das war nichts. Nein, nein, nein. Ich brauche erst Münzen. Ich brauche Münzen. Ich brauche Münzen. Boah, Alter. Das ist doch unfair gewesen, oder? Oh, nee, voll umgehauen worden. Ja, gut. Ja, Leben haben wir genügend. Das ist mir auch klar. Ah, nee, das ist... Nee. Er ist zwar echt okay, wenn man dann sagt, ja, damit man sich nochmal Energie kaufen kann. Aber ich wäre gern direkt beim Kampf geblieben. Naja. Aber erstmal hier so, springen wir hier mal ein bisschen rum. Alter, nein, nicht runterspringen. So, ich bleib mal lieber normal drauf. Bevor ich hier irgendeinen Blödsinn mache. So, wir sind ja gleich wieder da. Und diesmal, was haben wir falsch gemacht? Ja, ein bisschen hier zu wenig aufgepasst. Und ein bisschen zu spät Münzen geholt. Dann waren wir am Rand und dann, ja, habt ihr gesehen. Wurde mal drunter geschossen. So, naja, diesmal, also wir müssen ihm im Endeffekt, ja, das können wir jetzt überspringen, halt mit den Schildkröten seinem Schiff ein bisschen Damage zufügen. Das machen wir jetzt auch diesmal ein bisschen erfolgreicher, hoffe ich doch. So, komm her. Ah, das war nichts. Aber wenn es halt das Ding trifft, dann gibt es ja logischerweise keinen Schaden dafür. So, geht doch. So, nochmal. Und die Dinger hier irgendwie ausweichen. So. So, komm und drauf, Alter, nein. Ah, du Scheißding, du Scheißdrecksvogel. Das. So, weggehauen, komm. Aufpassen, aufpassen. Weiter und komm hier. Einmal nochmal Damage und noch eine Münze geholt. Und. Ach, das war schon? Echt jetzt? Nee, oder? Oh oh. Das sieht. Ah, springen, springen. So, komm, schnell. Drauf. Die hau ich jetzt mal gleich weg hier, der Scheiß-Zauberlerning da. Gib mir gehörig auf Zack und den Viechern ausweichen. Uah, schnell. Komm, drauf mit. So, weg. War's das? So. Ich glaube, ja. Das Ding explodiert. Das wäre geschafft. Und wir halten den großen Stern. Ja, man muss halt wirklich echt sehr schnell sein und gucken, dass man richtig ausweicht. So, aber geschafft auf dem zweiten Versuch. Das sieht dann noch ganz ordentlich aus. Und den nächsten großen Stern erhalten. Freude auf der ganzen Welt. Freude auf der ganzen Welt. Welt. So, was spammt mich hier schon wieder ein WhatsApp zu? So, und da gibt es hier nochmal Transfusion. Und genau, hier ein neuer Bereich öffnet sich, das glaubt das Schlafzimmer als nächste Kuppel. So, hier.